Hallo, hallo, ich bin's euer Edelsteinräuber. Ja, und ich habe euch was zu erzählen, der Johnny. Der will zum Schatzjäger werden. Dabei habe ich schon alle Edelsteine. Guck da unten, ja. Guck da unten. Meine Edelsteine. Ja, aber jetzt will der Johnny auch noch nach Edelsteinen suchen. Ja, und zwar, wie nennt sich das? Irgendwie Geocaching. Ja, dann schauen wir mal, ob er das auch kann und ob er das auch gut hinbringt. Ich glaube nicht, aber ja, jetzt erklärt er erstmal mit so einem komischen Herrn Lips. Ja, wie das Ganze funktioniert. Bis gleich. Hallo, liebe meine Freunde, herzlich willkommen. Hier wieder mal Pigeon Mice Live. Ja, im Real Life. Und zwar mit Lips. Hier, da steht er, das sagt er. Haben wir hier bei uns da einfach reingelassen und mal schauen, ob er sich gut führt. Nein, wir haben etwas Besonderes vor uns. Ich habe schon lange gefragt, was machen wir? Oder was für Idee kennt oder machen, ein Format in meinem Kanal. Da bin ich was vom Real Life. Und zwar, dieser gute Herr, der hat nie auf meine Frage geantwortet, was kann ich denn noch auf meinen Kanal posten, kommt da mit dem Geocaching. Also Schätze suchen. Es gibt Menschen, die verstecken irgendwo Schätze, das wird auf einer Homepage mit Koordinaten dann angegeben. Und das wollen wir jetzt heute ausprobieren, weil er macht das seit 3 Jahren. Was genau ist Geocaching? Geocaching ist so eine Art Schnitzeljagd. Kamera. Schnitzeljagd. Nur diesmal eben mit Internet und Spaziergang. Und was? Wir müssen spazieren gehen? Alter! Das Gute ist, bei Geocaching kann man auch sogar neue Gegenden kennenlernen, wo man noch nie war. Und dann eben auch die Natur kennenlernen, neue Sachen kennenlernen, Geschichte kennenlernen. Und das mache ich jetzt schon seit 3 Jahren. Mein Freund, also Schwarz, hat mir das vorgestellt. Und, ja. Und du hast das Gerät dafür? Ich habe das Gerät. Lass mal sehen. Dazu, das kostet, also wenn man es im Internet bestellt, so um die 200 Euro. Und damit kann man, findet man die Koordinaten. Also, man die Koordinaten eingeben, die man im Internet findet, und dann kann man auf Schatz suchen. So, und wir haben uns gestern die Map mal ein bisschen angeschaut. Bei dem geocaching.de ist es, glaube ich, ja. .com. Ja, ich auf jeden Fall haue euch den Link mit in die Videobeschreibung. Da ist der erste Schatz eigentlich schon bei uns in der Nähe. Da um die Ecke, und den suchen wir jetzt. So, und wir sehen uns dann wieder. So, das war jetzt eine kurze Erklärung von dem Johnny und dem Lips. Ob die das wirklich finden. Aber naja, jetzt kriege ich doch so ein bisschen Bammel, denn die haben so ein komisches Gerät. Ja, irgendwie so mit Navigation, so ein GPS und Suchgerät. Ja, mal gucken, ob die da was finden. Vor allem für der Schlips, der stellt sich da jetzt erstmal an beim Einstellen. Aber guckt euch das selber an. So, hier sind wir jetzt am ersten Punkt, wo ein so ein Geocaching-Point sein soll. Und zwar haben wir Kuppertor. Und wir haben jetzt die Koordinaten, wo der Schatz sein soll. Und die geben wir jetzt in das Gerät ein, aber wir verraten euch natürlich nicht die Koordinaten, die wir selber aufrufen. Steht auf. Und wir haben nur einen Hinweis, dass der Schatz magnetisch sein soll. Das heißt, er hängt irgendwo an irgendeinem magnetischen Eisenteil oder sonst irgendwas. So, kennst du nicht aus oder was? Ja, aber ich muss es nicht kriegen. Wie viele Batterien hast du noch drin? 2. Na, oh, was ist das hier? Na komm, ein bisschen schneller, das muss ja wie ein Profi. Du weißt ja, was ich sagen soll, die Leute. Wir machen mal einen Cut, oder? So. Also, ich lese es jetzt nicht vor, aber das dürfen die nicht mitkriegen. Ganz normal, Zogi. Gibt es auf der Telefon-App. Also auf der App, was ich runtergeladen habe, dann wird das gehen, oder was? Genau, dann muss es dann, also dann einfach so angehen. Nee, was auch immer. Machen wir das mit deinem Gerät. Soll ich einen Cut machen? Nee. Hey. Ja, kannst du einen Cut machen. So, da bin ich jetzt wieder. Jetzt haben sie ja die Koordinaten eingegeben in so ein komisches Gerät.
Und jetzt geht's auf Schatzsuche. Mal schauen, ob die den finden, aber das sind wir dann beim nächsten Teil. Ja, euer Edelsteinräuber wird euch weiterhin begleiten und euch zeigen, welche Abenteuer der L.P. John Myers noch so in Augsburg macht mit seinem Lipsy. Ja, dann noch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Und ich habe meinen Schatz schon da unten.